So, willkommen zu einem neuen Video hier bei den Gaming-Pilzen. Wir wollen mal ganz kurz reinschauen, wie das jetzt mit dem Update läuft. Ich muss ja einfach nochmal irgendwie zurück. Irgendwie hier war das doch. Ich komplett bescheuert. Irgendwo ging das doch mal. Egal. Ich hoffe jetzt nochmal, dass der Ton nicht an ist und es daher nicht zu laut ist. Aber ich meine, ich hätte den Ton hier mal ausgestellt. Geht das so? Im Zweifelsfall geht das auch gut. Da steht, es drückt ja öffnen. Ja, lesen wäre gut. Und zwar, wir können uns jetzt als allererstes mal die Klangkriegsliga anschauen. Allerdings möchte ich ein paar andere Dinge ansprechen, und zwar noch mal so ein bisschen zum Update und dazu noch mal meine Meinung sagen. Wir schauen uns jetzt zuallererst mal die Liga an. Und ja, es war relativ durchwachsen. 4 Kriege gewonnen, 3 verloren. Wir schauen uns mal die verlorenen Kriege an. Ich weiß nämlich auch gar nicht teilweise, wie es ausgegangen ist. Hier haben wir 20 zu 27 doch relativ mit einem gewissen Abstand verloren. Hier waren es auch 6 Sterne, kann man drüber streiten. War auch einiges. Nee, den Krieg wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Und hier haben wir auch mit 10 Sternen verloren, auch wenn 2 Leute nicht angegriffen haben. Also die Niederlagen an sich waren nicht ganz so knapp. Das heißt, da kann man in der Regel auch niemandem was vorwerfen. Jetzt auf jeden Fall erstmal meine Meinung zum Update. Also, es gab ja die Belagerungsmaschine, die neue, den Kampfholzwerfer. Und dazu gehen wir jetzt gleich mal in unser Update-Video rein, was wir schon gemacht haben, als das Update rauskam, noch ein paar Stunden später direkt. Ich glaube, am Montag war das. Heute ist Donnerstag, Montag oder Dienstag, irgendwie dann war's. Und ja, wir schauen uns dann erstmal den Kampfholzwerfer an, wie der so läuft, und dann auch den Unsichtbarkeitszauber, wobei ich sagen muss, der Unsichtbarkeitszauber ist eigentlich nicht schlecht. Hat so ein bisschen was vom Frostzauber, so in der Art. So eine Kombination aus Frostzauber und der Wirkung vom großen Wächter, dass in der Zeit alle Truppen unsterblich sind. Nur dass halt die Truppen dann teilweise auch nicht drauf gehen, was dann ja bei dem einen Angriff, kann ich ja mal zeigen. Nick King hat ihn ja nicht reingeschnitten, aber nur weil er ihn nicht reingeschnitten hat, heißt das ja nicht, dass ich ihn nicht zeigen kann. Denn ich bin hier in der Liga-Übersicht und dann, ja, war das der Angriff? Nein. Wie ein Stern war das, glaube ich. Das, was ich meine, es wäre dieser Angriff gewesen. Wir können ja einmal reinschauen und dann sehen wir es. Also hier tatsächlich schon mit dem Unsichtbarkeitszauber 3 Stück hat er da mitgenommen. Und wir schauen uns jetzt einfach den Angriff an. Der hat die Standardtaktik auch zum Großteil, dadurch, dass sich das Rathaus aus hier hinten verteidigt, dass die Ballons dann auch, dass sie auf Verteidigung gehen, auf das Rathaus gehen. Jetzt erstmal einen Wutzauber gesetzt und gleich dürfte da das Luftschiff hinterherkommen, genau. Haben die Ballons ein bisschen mit der Skelettfalle zu kämpfen. Die königliche Gladiatorin ist auch gleich platt. Da hat es Hexen in der Klamauk, die ja übrigens jetzt auch sehr stark sind. Vielleicht wird da nochmal was geändert, weil wenn die Truppen, die nicht wirklich viele Ziele auf einmal platt machen, immer auf die Skelette gehen, hat die Hexe einen relativ einfachen. Ein relativ einfaches Spiel, sage ich mal. Und deswegen hier 71%. Jetzt sind die Hexen K.O. Das heißt, die Klammburg ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Dann haben wir hier jetzt den Inferno-Turm. Den Single Inferno, der da durchaus auf die Nerven gehen könnte. Jetzt, ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste es der Angriff gewesen sein, aber irgendwie auch nicht. Das wundert mich gerade. Wenn es kann sein, dass es doch der falsche Angriff war. Oder ich habe da irgendwas verpasst. Ich meine, es wäre der Angriff gewesen. Ich gehe mal zurück. Gruppe. Dann hier. Dann muss ich mal auf den Krieg gehen. Da ging jetzt auf jeden Fall nur ein Stern geholt. Das war es definitiv nicht. Da muss eigentlich der Angriff gewesen sein, den ich gezeigt habe eben. Das irritiert mich jetzt gerade ein wenig. Schauen wir mal hier rein.
hat er 2 Sterne geholt. Das kann es also auch nicht sein. Und jetzt bei dem letzten Krieg auch nicht. Das heißt, dann war das der Krieg auf jeden Fall, sind die Truppen teilweise nicht aufs Rathaus gegangen, weil er das Rathaus mit dem Unsichtbarkeitszauber erwischt hat. Naja. Auf jeden Fall, der Unsichtbarkeitszauber ist ja für Rathaus 11, was ja schon mal ganz nett ist, denn dadurch kommt was für die unteren Rathäuser. Jetzt muss ich aber sagen, es ist das erste Mal seit über 4 Jahren, dass etwas nicht für das neueste Rathauslevel rauskommt. Und zwar etwas komplett Neues. Irgendwelche Gebäudelevel gibt es ja meistens schon oder gibt es öfter mal auch schon für untere Rathäuser. Aber wirklich neue Gebäude. Das letzte war im Oktober 2016, ich habe vorhin nachgeschaut, der Bombenturm. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier hinten steht irgendwo einer. Da steht einer. Und hier steht noch einer. Der kam im Oktober 2016 für Rathaus 8. Damals gab es schon Rathaus 11 und ich meine, kurz danach wäre auch schon Rathaus 12 gekommen. Also mal ein Gebäude für die unteren Rathäuser. Da war ich, glaube ich, Rathaus 7 damals und habe mich dann gefreut, dass ich dann ab Rathaus Level 8 den Bombenturm mir holen kann. Das war das letzte Mal, dass irgendetwas komplett Neues für die unteren Rathäuser kommt. Alles andere kam bisher immer nur für Rathaus 13. Ist natürlich auch verständlich, die Spieler, die Maxed sind, wollen auch Maxed werden oder wollen ja nicht immer Maxed werden, sondern einfach auch mal was Neues haben, weil die sind dann irgendwann Maxed und können nichts mehr machen. Das ist das eine. Zum anderen muss ich sagen, ist auch, da kann ich jetzt nochmal in die Liga gehen, denn da wurde ich tatsächlich auch mit angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob das war. Nee, das war es nicht. Dann war es wahrscheinlich der Angriff jetzt im Laufe des Tages. 54% und 2 Sterne. Genau, da können wir gleich mal reinschauen. Und zwar die 15 auf die 15. Das sieht, hat man jetzt eben nicht gesehen. Die gegnerische 15, also mein Gegenüber, die mich hier angegriffen hat, war ein Rathaus 10er. Das heißt, ohne großen Wächter, ohne Rathaus 11 Level, ohne E-Drachen. Und jetzt sehen wir auch gleich, was das Ganze bewirken kann, wenn man diesen Kampfholzwerfer hat. Weil der hat einfach so eine fette Reichweite. Das werde ich dir gleich noch richtig gut sehen. Da kommt er jetzt. Hier oben. Und die Mauern hat er einfach mal nach einem Schuss platt gemacht. So. Und dann kommt er mit Hexen und der Kampfholzwerfer. Der macht halt hier die komplette Verteidigung platt. Auch wieder nach 2 Schüssen den Bogenturm. Oder nach 3 Schüssen dann. Oder 4 Schüssen dann den Inferno-Turm. Und dann jetzt geht er, kommt er ans Rathaus. Ja, der Single Inferno ist jetzt auch gleich platt. Und die Truppen und die Hölzer vom Kampfholzwerfer gehen weiter, gehen weiter, gehen weiter. Und räumen damit irgendwie das komplette Rathaus ab. Beziehungsweise sie haben es nicht abgeräumt. Das haben sie nicht geschafft. Aber sie haben den Weg frei gemacht. Alle Mauern bis zum Rathaus sind platt. Nur wegen dem Kampfholzwerfer. Da haben die Hexen natürlich ein relativ leichtes Spiel. Da ist zwar Flächenschaden drauf, der geht aber hauptsächlich auf die Skelette und die Heiler sorgen dafür, dass da auch nicht mehr viel gemacht werden kann. Also, ich finde, der Kampfholzwerfer ist noch etwas zu stark. Mit dem kann man momentan richtig krass durchrasieren. Jetzt hier noch die Heiler wieder gehen auf die Hexen und die Kanone gehen vergeblich mit dem Bogen, mit dem Magierturm so rum. Auf die Skelette hier oben ist noch ein Bogenschütze, der sich den Elixiersammler noch hier holt. Die Truppen hier unten kommen nicht mehr weit. Dann, als nächstes, was ich auch ansprechen wollte, ist Rathaus, oder ist nicht Rathaus, sondern ist das Nachtdorf. Denn seit dem Update auf Meisterhütte 9, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war, das müsste ich jetzt nochmal gleich nachschauen, kam nichts mehr für das Nachtdorf. Im Mai 2017 kam damals das Update für das Nachtdorf, ich glaube, das ging damals bis Meisterhütte 6 und die Meisterhütten-Level 7, 8 und 9 kamen dann noch. Und seitdem kam es nichts mehr. Wir sind ja damals auch direkt auf Meisterhütte 9 gerusht, um dann quasi mich langsam auf den Max-Zustand hinzuarbeiten. Und ich bin jetzt fast soweit. Wir können ja mal hier drüben schauen. Vielleicht hat es ja einer oder andere von euch schon entdeckt. Ich habe hier den Minenwerfer zum Multimaser umgebaut und die Kanone zur Doppelkanone. Und jetzt kommt hier der Bogenturm. Der ist in etwas mehr als 4,5 Tagen fertig. Dann sind alle Gebäude soweit fertig. Inklusive Fallen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Otterhütte. Da muss ich jetzt, wie gesagt, noch darauf warten, dass der Bogenturm fertig wird. Dann fehlen nur noch Mauern. Ihr seht es am Labor. Alle Truppen max.
Ihr seht es hier vielleicht auch an der Kampfmaschine, die ist auch Max. Also ich muss quasi jetzt nur noch darauf sparen, die Mauern zu machen. Und wenn die fertig sind, weiß ich halt auch nicht mehr, wohin mit meinen Ressourcen. Das ist halt so. Und dadurch, dass man im Nachtdorf nichts abgezogen bekommt, ne, versteht sich von selbst. Dann, ja, fände ich halt mal wieder gut, wenn zum Nachtdorf was Neues kommt. Vielleicht Meister unter 10 mit neuen Leveln, Kampfmaschine vielleicht auf Level 35. Wie immer das normale Truppenlevel-Schema, das heißt für jedes Meister im Level 2 neue Truppenlevel, das heißt alle Truppen auf Level 20 und eine, ich glaube das ist jetzt Truppe Nummer 12, die hinzukommen würde. Vielleicht denkt sich ja Supercell was aus, mir würde jetzt nichts einfallen. Sie haben ja jetzt oft irgendwelche anderen Truppen abgewandelt. Ich kann ja mal schauen. Es gibt auch, glaube ich, ein paar Ausnahmen. Und zwar die einzige Truppe, die jetzt wirklich nichts mit irgendeiner Truppe aus dem Hauptdorf zu vergleichen hat. Oder es sind sogar zwei. Sind einmal der Schweinegleiter und einmal die Kanonenkarre. Alles andere sind mehr oder weniger Abwandlungen mit entsprechenden Fähigkeiten aus dem Hauptdorf. Wobei man selbst dazu sagen muss, ich glaube, was hat denn der Baby drauf für eine Eigenschaft? Das müsste ich jetzt gerade mal nachschauen. Das weiß ich mir jetzt auch gerade nicht auswendig. Was hast du denn? Schadensart, Truppen pro Lager. Niedlich, kuschelt gerne, Seite zu folgen, Wutanfällen, Willenzerstörung sah noch nie so süß aus. Ja. Du hast, der Babydrache hat nämlich damit, glaube ich, noch nicht mal eine spezielle Fähigkeit. Das ist einfach die gleiche Fähigkeit wie aus dem Hauptdorf. Da sollte sich Supercell mal vielleicht was Neues überlegen. Vielleicht noch einen zweiten Helden, sag ich mal, dazu. Aber wir schauen uns jetzt erst einmal nochmal das Video an, das Update-Video. Und schauen dafür einmal hier rein. Ich mache mal den Ton aus. Und dann sehen wir hier eindeutig, haben wir so ein bisschen angefangen. Gamingfields und ich, oder Nicking und ich. Und er hat hier schon E-Drachen im Lager. Er ist Rathaus 13. Hat sich jetzt, glaube ich, gerade schon, da habe ich jetzt gerade vorgespult, Dings geholt, die Belagerungsmaschine, oder kommt das noch? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall noch was im Chat, was da stand. Und dann, ja, haben wir einen Freundschaftsangriff gemacht. Ich habe wieder eine Herausforderung gesendet, Linking hat sie angenommen, hat seine Truppen angepasst und hat noch ein paar, oder hat mit Only Unsichtbarkeitszauber als Zauber angegriffen. So. Das sehen wir jetzt auch gleich hier ganz schön. Mal gegen meine Klarkriegsbase, das ist die einzige sinnvolle Base, die ich momentan überhaupt irgendwie habe. Ich muss mal gucken, was ich mit der Mauer da unten anstelle. Vielleicht müsste ich sie noch irgendwo anders hin tun, weil die stört da so ein bisschen. Oder sie stört nicht, aber sie ist auch einfach nicht nötig. So, das war eben der Bombenturm, oder alle der Bombentürme. Und wir schauen jetzt mal, und da kommt natürlich mein Luftfeger, aber ne, da ist gleich relativ chancenlos. Und ich glaube, das war einer der Unsichtbarkeitszauber. Ja, drei hat er schon verwendet, was dafür spricht, dass der Luftfeger auch nicht auf die Truppen gegangen ist, denn im Unsichtbarkeitszauber ist alles irgendwie unsichtbar. Also die Verteidigung, also die Truppen sind für die Verteidigung unsichtbar und die Gebäude sind für die Truppen unsichtbar. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den E-Drachen einen Unsichtbarkeitszauber setze, geht keine Verteidigung drauf. Wenn ich jetzt auf die Luftabwehr einen Unsichtbarkeitszauber setze, gehen aber die E-Drachen nicht auf die Luftabwehr. Das kann Vorteile haben, indem man die Truppen in eine bestimmte Richtung lenken möchte und verhindern will, dass sie in eine andere Richtung gehen, als man möchte. Aber es hat natürlich auch genau Nachteile, wie wir vorhin im Krieg so ein bisschen gesehen haben. Wenn man dann das Rathaus unsichtbar setzt, gehen die Truppen nicht drauf. Das ist, glaube ich, eine ziemlich einfache Geschichte und dann wird das auch in der Klankriegsliga nichts, wenn dann der Plan nicht aufgeht, dass die Ballons aufs Rathaus gehen. Ich meine, ich als Rathaus 11er gegen den Rathaus 13er, was soll da schon großartig interessant sein, außer dass es drei Sterne werden. Im Nachtdorf kann man nochmal drüber sprechen, da bin ich mittlerweile weiter als er, aber im Hauptdorf keine Chance. Da sehen wir nochmal ganz gut die Wirkung vom Unsichtbarkeitszauber. Es wird noch so ein bisschen transparenter gemacht. Das heißt, also, ja, der Hintergrund wird transparenter gemacht. Das heißt, man sieht auch richtig, was der Wirkungsbereich vom Unsichtbarkeitszauber ist. So.
Und dann schreibt er jetzt irgendwas. Ich weiß aber nicht genau was. Auch mal wieder Spenden mit Juwelen für meinen Landkriegsangriff, den ich danach noch gemacht habe. Jetzt hängt es kurz. Jetzt hat er noch mal irgendwie links gemacht. Warum auch immer. Bin ich da dann drauf gegangen oder Casu Games, weil ich bin eigentlich relativ chancenlos. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Da wäre es nochmal ein Mehrspielerangriff. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das besser gelaufen ist oder nicht. Ich habe nämlich, wie man sieht, gar nicht zugesch. Doch, ich glaube, ich habe sogar zugesch. Ah, auf dem Freundschaftsspiel. Ach. Ich habe doch versucht, den King anzugreifen. Genau, da war ja irgendwas. Und dann schaut wahrscheinlich Caruso Games zu. Und ich habe jetzt auch nochmal mit dem Kampfholzwerfer angegriffen. Und man sieht richtig gut, der kommt da wirklich gut durch. Und ich hätte auch fast 2 Sterne geholt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Auch hier wieder Kampfholzwerfer. Der Inferno-Turm ist davon relativ unbeeindruckt. Allerdings hat er jetzt auch ein bisschen was abbekommen, der Kampfholzwerfer. Da auch wieder, aber Inferno-Turm ist platt. Tesla jetzt gleich im nächsten Anlauf auch. Und wenn die Truppen nicht zu stark schon wieder abgelenkt worden wären oder sonstiges, dann hätte das auch durchaus funktioniert. Auf jeden Fall kann ich zum Update sagen, es hat einiges geklappt. Ich finde die Sachen ganz nett, die Supercell eingeführt hat. Allerdings, fürs Nachtdorf sollte was kommen. Man sollte noch so ein paar Balance-Änderungen verbessern. Zum Beispiel Kampfholzwerfer etwas schwächer machen. Ja, da waren leider 2 Single-Infernos, die dann doch mein Barbarenkönig da entsprechend abgeräumt haben, sonst wäre da sogar auch noch fast was geworden. Ich sag ja, fast 2 Sterne hätte ich geholt, aber leider nicht ganz. Das war's jetzt, das heißt, der Kettenblitzer, der Todesblitz, macht jetzt noch einmal das Elixierlager platt und irgendwo lebt noch was. Ich würde nur gerne wissen, wo, oder ich das. Nick ging da nicht richtig drauf, ach, da hinten in der Ecke. So, das war's dann auch. Zumindest mit dem Angriff. Jetzt gibt es nochmal einen. Ach ja, das habe ich ja total vergessen. Es gab ja als Supertruppe jetzt auch noch den Eishund. Ist das. Ach, das ist ein Spielplatz, genau. Das heißt, einmal Supertruppen ausprobieren, ohne sie direkt zu verwenden, dann dauerhaft. Und da sieht man auch ganz schön, was der hier macht. Und zwar. Ist so ein bisschen wie eine Kombination, ja, es ist eigentlich eine Kombination aus Lavahund und Eisgolem. Die Funktionen bleiben ähnlich. Wenn die Truppe stirbt, gibt es einen Frostzauberradius. Das Ding fliegt und hat eine Bevorzugung wie ein Lavahund. Macht ein bisschen weniger Schaden als ein Lavahund. Und aber auch die Lavawelpen oder die Eiswelpen dann sind ja keine Lavawelpen. Die machen dann auch entsprechend ein bisschen Schaden. Aber man sieht, die machen fast keinen Schaden. Das ist halt einfach, ne? Dafür sind die auch nicht geeignet. Lava-Hunde und anscheinend auch Lava- und auch Eishunde, so rum, sind eher zum Tanken geeignet. Und dadurch, dass wir uns das jetzt schon fast lang genug angeschaut haben, würde ich sagen, war es das auch damit. Wir haben hier nochmal den Bombenturm, da schaue ich jetzt nochmal kurz rein. Denn es gab da auch was. Ja, genau hier Eishund, Luftbombe. Warum Luftbombe? Riesenbombe, X-Bogen. Ich hätte eigentlich gerne Bombenturm-Design-Unterschiede. Irgendwo gab es doch was. Versionsgeschichte, genau, da steht nämlich was dazu. 12. Oktober 2016 wurde der Bombenturm eingeführt. Dann gab es Ende Mai 2017, also ungefähr 7 Monate später, also etwas mehr als ein halbes Jahr später. Gab es in einem Update eine Einführung. Und dann wurden hier auch entsprechend noch Kosten angepasst und noch Verbesserungszeiten. Im April 2019, seitdem kam dann nichts mehr. Wir schauen jetzt nochmal was zur Bauarbeiterbasis an. Da kam schon wieder eine YouTube-Benachrichtigung rein. Mal wieder der allgemeine Kram, den sowieso keiner braucht. Was haben wir hier? Hey Leute, seid anständig. Das Spiel geht jetzt in die Wartungsphase, die einige Stunden dauert. Falls das Update noch nicht in deinem Shop ist, wird
ist das bald sein. Neue Inhalte, Reise zur Bauarbeiterbasis, entdecke neue Gebäude und Charaktere in einer neuen mysteriösen Welt, kämpfe mit völlig neuen Truppen und so weiter und so fort. Aber das ist das nur, dass es nur das war? Das wundert mich gerade ein wenig. Denn vielleicht gibt es ja hier entsprechend was Passendes. Das sind nur Kommentare. Bauarbeiterbasis. Da können wir ja mal schauen, ob es da irgendwie sonstige Aktionen mit dem 22.17. Ja, 22.05.2017. So, hier haben wir nochmal. Wie das Ganze funktioniert, ist ja klar. Meisterbauarbeiter Einrichtung. Ja, Meisterbau wird verbessert. Otto auf Level 5. Ja, wie gesagt, Otto kommt gleich noch. Wir schauen mal hier Meisterhütte rein. Können wir auch mal sehen, wann das letzte Update kam. Versionsgeschichte. 22. Mai 2017 kam doch nur 1 bis 5, aber ungefähr nicht mal einen Monat später kam dann Meisterhütte 6. Nochmal 3 Monate später kam Meisterhütte 7 und Meisterhütte 9. 18. Juni 2019. Das ist anderthalb Jahre her. Seitdem kam nichts mehr fürs Nachtdorf. Krass, oder kam da noch irgendwas? Ich meine nicht, wenn ich nicht komplett bescheuert bin. Ich meine, der Schweinegleiter wäre die letzte Truppe gewesen. Ich kann ja nochmal schnell nachschauen. Da ist das Labor. Der Schweinegleiter ist die letzte Truppe. Das heißt, in anderthalb Jahren kam nichts mehr fürs Nachtdorf. Und das ist halt schon, wo man sich überlegen muss, kommt da noch was, kommt da nichts mehr? Hat Supercell das Projekt Nachtdorf irgendwie aufgegeben? Ich weiß es jetzt nicht, wir werden es ja dann sehen. Auf jeden Fall wünsche ich dann noch. Nein, das war's falsch. Ansonsten würde ich dann noch sagen, dass das Video damit jetzt endgültig zu Ende ist und wir sehen uns beim nächsten Video und dann sage ich Tschüss.